Hi Leute, willkommen in der Natur. Ich will irgendwas mit der Natur sagen. Willkommen in der Natur. Natur. Hallo Leute, ja, willkommen in der Natur. Heute will ich euch gerne eine leckere, saurige Pflanze zeigen, die wirklich sehr, sehr ähnlich wie Zitrone und Limette ist. Und die ist wirklich lecker. Und das ist die Tannenwipfel. Und die ist verdammt lecker. Und da möchte ich gerne einen schönen Aufstrich machen. Ich erzähle euch dann im Video noch die gesundheitlichen Eigenschaften, das, was der Tannenwipfel uns gibt und was für Inhaltsstoffe das hat. Und ich zeige euch ein Rezept, wie man so einen schönen leckeren Aufstrich damit macht. Mit Kokosnussöl. Kommt mit. Nö. Ja Leute, ihr seht das, ne? Meine Nase ist rot, das heißt, es ist noch kalt. Ihr findet das zwischen April und Mai, diese kleinen Zipfel. Danach sind die schnell wieder weg, deswegen geht schnell raus, sammelt die. Ihr müsst aufpassen, weil die Eibe ist giftig. Sucht da gerne im Video, bei YouTube findet ihr ganz viele Informationen über die Unterschiede. Das ist jetzt die Tanne und ihr könnt das schnell merken, einfach weil die Tanne sticht und die Fichte nicht. Und die Tanne und die Fichte Zapfen oder Zipfel kann man essen, bei der Eibe nicht. Genau. Und die werde ich jetzt erstmal pflücken. Ihr müsst auch auf jeden Fall sehr aufpassen. Verletzt die Tanne nicht. Nehmt immer zwei, drei Stück vom Stiel ab und dann geht ihr zum nächsten hier. Holt ihr hier nochmal einen ab. Hier nochmal einen. Dass ihr nicht alles von einer Stelle abmacht, weil dann verletzen wir den Baum zu stark. Ja. Hallo, guten Tag. Ich glaube, ich habe alles. Ja, ich habe jetzt ungefähr eine Hand gepflückt. Da bräuchte ungefähr 50 Milligramm Kokosöl. Die werde ich jetzt erstmal einstecken und dann geht es erstmal zur Naturküche. Ich habe mich schon was draußen aufgebaut. Da schneiden wir die jetzt erstmal gleich und mischen die mit dem Kokosöl zusammen. Dankeschön. So Leute, ich habe mir jetzt hier aufgebaut. Wir haben jetzt erstmal hier, das habe ich nicht erwähnt, wir brauchen noch eine Zitrone, Leute, weil wir brauchen noch den Abrieb oder die Schale und das Innere. Das macht den Geschmack noch mal ein bisschen leckerer. Kokosnuss brauchen wir, ganz klar, Kokosöl. Ja Leute, Vitamin C hat das auch, deswegen sehr gesund jetzt in dieser Zeit. Man braucht Kraft, Vitamin C hält jung, es gibt Power. Vitamin C hilft, dass Zellen nicht so schnell absterben, was uns älter macht und dass wir Falten bekommen. Deswegen sehr, sehr cool eigentlich. Ne, Zitrone hat auch Vitamin C, auch sehr, sehr cool. Die Inhalte oder die Wirkungen von diesen Zipfeln ist eigentlich sehr, sehr interessant. Das ist schleimlösend im Hals, es ist gut für die Prönzen, für sehr, 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 sehr stark für Erkältungen, was mit Nase, mit Hals zu tun hat. Und für Lunge ist das eigentlich eine sehr, sehr wichtige Pflanze. Man kann das auch atmen, das heißt, man packt das im heißen Wasser, macht ein Handtuch rüber und dann atmet man das ein für 10, 20 Minuten. Auch eine sehr, sehr interessante Methode. Man kennt das ja auch mit Minzöl. Aber gut, Leute, jetzt werden wir das erstmal zubereiten. Es geht ganz einfach. Wir werden die einfach hier rausholen. Jetzt das mal so klein schneiden, wie das geht. Schneiden wir das mal schön. Und man riecht sofort schön diese Harze und dieser eine Geruch, den ich nur kenne von den Tannenzipfen. Dieser Geruch ist so schön und es ist so erfrischend. Das müsst ihr auf jeden Fall immer klar vor euren Augen halten. Man kann nicht einfach so pflücken. Ne? Ihr müsst immer euch schlau machen. Was ich hier habe, sind jetzt Tannenwipfel. Ne? Es gibt auch noch die Eibe, die ist ja giftig. Da müsst ihr halt immer wieder mal schlau machen. Ich werde in diesem Video noch keine Kennzeichen zeigen. Deswegen müsst ihr euch woanders schlau machen. Und das ist wirklich wichtig, Leute. Nicht einfach nur so pflücken. So, ich glaube, ich hab's. So, jetzt werde ich die erstmal hier in so ein schönes Glas reinpacken. So. Es ist auch gut, wenn ihr die Zipfeln, die Tannenwipfel
mit dem Kokosöl irgendwie mit so einem Stampfer vermacht, ne, kaputt macht irgendwie mit einem Stampfer, was auch immer. Lasst euch kreativ mal was einfallen. Können wir halt alles richtig vermischen und dass es schön in Öl reinzieht. Riecht richtig gut. Meiner ist jetzt sehr hart, weil es sehr kalt noch ist hier im Frühling. Es wäre gut, wenn ihr das noch mal ein bisschen in Zimmertemperatur aufwärmt, dass es schon ein bisschen flüssig ist. Das ist eigentlich schon sehr gut. Und ich hoffe, Leute, dass der Wind nicht so doll laut ist. Das ist immer das Problem, wenn man Naturaufnahmen macht. Man hat immer die Audioprobleme, die immer sehr, sehr windig ist. Das ist mir bei meinen letzten Videos aufgefallen. Deswegen tut mir leid, Leute, ich krieg's noch nicht anders hin. Ich möchte am liebsten mir noch so ein Mikrofon extra reinholen, dass ich hier mir aufhänge. Aber da habe ich nicht das Geld für. Deswegen müsst ihr euch erstmal damit durchschlagen. Aber ich hoffe, dass es ja nicht schlimm ist. Sonst ist ja alles gut beim Video, hoffe ich. Wenn nicht, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Positiven Kritik nehme ich immer gerne an, weil ich möchte mich verbessern und alleine kommt man nicht auf alle Ideen. Deswegen schreibt mal gerne rein. So muss das ungefähr aussehen. Am besten nicht so kaltes Kokosnussöl nehmen. Und ja, Leute, das ist halt gut. Habe ich auch noch, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Es ist gut für einen Aufstrich, einen natürlichen Aufstrich. Deswegen dachte ich mir, jetzt gerade fängt alles an. Man will schöne Marmelade essen. Dann dachte ich mir so, wie ist das mit einem schönen natürlichen Kokosaufstrich für das Brot? Ja, und dann ist mir das hier eingefallen. Und das ist eigentlich eine coole Idee. Ich werde jetzt hier einmal die Zitrone hier schön reinraspeln. Und dann kriegen wir diesen leckeren Flavor noch. Und dann noch Zitronensaft. Das sieht doch schön aus, diese Farbe. Schön weiß, grün, gelb. Jetzt dürfen wir nicht den Zitronensaft vergessen, weil der macht es auch ein bisschen haltbar, weil da Säure drin ist. Und ihr könnt das ungefähr 1-2 Wochen im Kühlschrank lagern, dann muss es auch wieder weg, leider. Ja, das müsst, oder man nimmt ganz viel Zucker und dann hält das auch sehr gut. Oder ganz viel Essig macht man das auch haltbar und dann hält das ein bisschen länger. Aber mit diesem Rezept geht das leider nicht. Achso, ich schneide mal die Zitrone auf. So, schwierig in der Luft. Und jetzt machen wir hier ein bisschen was rein. Oh. So, das sieht doch gut aus. Dann nehmt ihr ungefähr so eine 1/4 Zitrone. Ach, wisst ihr was? Wir können eine ganze halbe reinmachen. Ich glaube, das ist auch gut. Und fertig ist es. Ja, Leute, ey, geht raus. Nutzt mal die Welt der Kräuter. Es gibt so viele Sachen, was man lernen kann, was man essen kann. Auch worauf man aufpassen muss. Das gibt es halt auch. Es gibt auch giftige Pflanzen. Auch wenn ich eine Pflanze nicht kenne, werde ich die auch nicht essen. Da mache ich mich eigentlich immer schlau. Ist jetzt schwierig so, ne, weil wir haben jetzt gerade, glaube ich, 8 Grad. Es ist sehr kalt für das Kokosöl, sich zu schmelzen. Aber mal gucken, mal gucken. Ne, seht ihr schon? Das sieht doch schon mal eigentlich schon gut aus. Aber ich krieg den halt nicht schön flüssig. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt gerade scheint die Sonne. Vielleicht macht die das noch ein bisschen warm. Und fertig ist es. Schaut das euch mal an. Sieht das nicht schön aus? Da sieht man noch ein bisschen den Zitronensaft. Zeige ich euch mal. Seht ihr das? Der läuft dann auch schön raus. Ja, so ist es jetzt fertig. Ich werde jetzt erstmal einkaufen gehen für euch. Und ein wunderschönes dunkles Brot passt da sehr, sehr gut zusammen. Nicht Toast nehmen, das ist nicht lecker. Ein schönes dunkles Brot oder Vollkornbrot, dann schmeckt das auch richtig gut. Und dann probiere ich das erstmal gleich. Und ja, die Leute, die denken so, aber wenn ich das im Kühlschrank habe, dass es halt haltbar bleibt, wie kriege ich das denn so schön auf mein Brot drauf? Es ist leider so wie Butter, man muss dann vielleicht so eine halbe Stunde oder 10 Minuten früher rausholen. Na, wenn man anfängt zu essen, dann hat man auch einen schönen weichen Aufstrich. Bis gleich, Leute. Bing. Ich bin jetzt zu Hause, hab mir jetzt ein wunderschönes dunkleres Brot geholt.
das ist jetzt richtig schön aufgegangen. Das ist richtig schön, genau, richtig schön matschig geworden, schön warm geworden. Ich habe ein bisschen probiert und boah, ich finde das so lecker, Leute. Woo! Ich würde für die Leute empfehlen, die nicht so gerne Zitrone mögen, doch ein Viertel Zitrone zu nehmen. Eine halbe ist schon eine Menge, finde ich. Kann man wirklich so ein Viertel machen. Ich habe mir das wirklich kompliziert gemacht. Ich habe jetzt hier ein Brett. Wow, oh mein Gott, das ist mir fast rückwegrutscht. Ich möchte es euch jetzt zeigen, weil ich habe jetzt keine bessere Möglichkeit, die Wohnung aufzunehmen. Ich werde das hier schön raufmachen. Ich zeige euch das mal beim Nahen. Ja, so sieht das aus. Sieht richtig schön aus, ne? Die Farbe, dieses mit von dem dunklen Brot, dann das schöne Grüne von den Tannenwipfeln und das Kokosöl. Hammer, Leute. Ich probiere das jetzt. Das Brot ist fertig. Sieht das nicht schön aus, Leute? Das sieht doch aus wie ein gesundes Frühstück. Wie ich mir schon gedacht habe, das dunklere Brot ergänzt sich so schön mit diesem frischen, weil das Dunkle ist so dämpfig, irgendwie sehr, sehr stark im Geschmack, sehr dumpf, kernig. Und dieses kernige, malzige mit den schönen Zitronensaften, mit den bitteren Zitronenschalen und das schöne Säure mit das Säurige von den Tannenwipfeln. Passt das noch so schön rein und dieses Harzige noch dabei. Nicht zu viel harzig, das ist ein bisschen harzig nur. Schmeckt wirklich richtig gut. Das Kokosöl stört gar nicht. Es passt perfekt sich zusammen im Mund. Schmeckt wie so eine wunderschöne Butter. Stört nicht im Geschmack. Hammer, Leute. Wenn das euch gefallen hat, dieses Rezept, zeigt mir das doch mal gerne mit einem Abo oder mit den Kommentaren oder Liken. Bei meinem Video gibt es jetzt, auf meinem Kanal gibt es viele Sachen jetzt, wo ich euch mitnehmen möchte in dieser wunderschönen Kräuterwelt und euch einfach Kräuter zeige, die essbar sind. Und das ist so mein Ziel mit dem Kanal. Ich möchte gerne euch einfach die Kräuter zeigen. Und wenn du, der Zuschauer, der gerade zuguckt, denkt so, ja, irgendwie möchte ich mich auch irgendwie mal mich beschäftigen oder auch mal was pflücke. Und vielleicht ist es ja wirklich eine gute Idee. Dann bleib doch mal und komm gerne in unser Community. Wir sind schon ein paar und ja, die sind alle nett. Ein paar sind ein bisschen Assis, aber das passiert ja immer. Leute, wenn es euch gefallen hat, das Video und das Rezept auf jeden Fall, das ist ja sehr wichtig, dann kommt doch für das nächste Video wieder zurück. Nächstes Video ist, glaube ich, vielleicht mache ich Löwenzahnkaffee. Ich habe voll viele Sachen vor. Löwenzahnkaffee oder Birkentee oder einen Energietee zu machen. Es gibt so viele Leute, so viele Sachen gibt es auf dieser Welt, die man essen kann, die auch gesund sind. Man muss halt einfach nur aufpassen, wo man das pflückt, wo man einfach, wie man das am besten sauber macht, ne? Aber das lernt ihr Schritt für Schritt auf meinem Kanal. Haut rein.